Aloha, meine lieben Dino-Bash-Freunde. Ja, wir sind letztens bei Level 42 stehen geblieben. Jetzt habe ich schon ein bisschen weiter gespielt bis Level 50. Aber wir machen heute weiter bei 43. Gucken mal, wie weit wir kommen. Ich werde mal so 10, 15 Minuten spielen. Ich habe jetzt mittlerweile eine Kombination aus Langhals und Spooky, nenne ich den mal, und Raptor und T-Rex. Das ist so die Kombination, die ich im Moment fahre. Obwohl, ich werde jetzt mal den Stego dazu nehmen, weil der schießt auch die Flugleute ab. Und das ist immer ganz gut. Vor allem zum Tanken ist der T-Rex ganz gut. Der hat nämlich 2400 Punkte. Ich benutze im Moment nicht mehr den Heilungsschuss, weil ja, irgendwie bewirkt der nicht so das, was ich brauche. Ich habe mittlerweile einen Boost, dass ich mit 25 Äpfeln anfange. Den bekommt man, glaube ich, bei Level 49 oder so. So, wir werden jetzt erstmal hier oben abschießen. Weg mit dir. Einsammeln. Wir werden zweimal boosten hier. Also hier oben. Dass wir auf Rang 3 sind. Dann geht das Ganze nämlich ein bisschen schneller. Und das ist gut, weil dann kriegt man halt schneller Äpfel. So. Hier nochmal. Ihr seht, ich setze noch keine Dinos ein. Ich regel das jetzt erstmal so alles. Also ich spare mir das Elixier komplett hier. Weil ich eine Kombination fahren will aus T-Rex und Stego. Und im Hintergrund den Spucksauriern. So, und ich denke, jetzt ist es auch so weit, dass man das machen kann. So, Spucksaurier auch direkt. Vielleicht sogar noch ein Raptor hinterher. Können wir uns ja leisten gerade. Von daher trotzdem mal hier die ganzen Schüsse verbrauchen. So, und jetzt sehen wir hier, zack, da wird er nämlich runtergeschmissen. Und auch umgebracht. Also der Stego ist schon ganz gut zur Abwehr von diesen Flugleuten, weil die haben mir eine ganze Zeit lang Probleme gemacht, weil ich musste ja immer die irgendwie runterkriegen von da oben, sonst die machen halt schon Probleme. So, jetzt haben wir den ersten T-Rex weg, das heißt, die Welle wird bestimmt durchkommen, ich bin mir noch nicht sicher, oder? Kriegen wir die aufgehalten, bis der Dino da ist. Ah, wir schaffen es sogar. Ich habe gedacht, der Stego muss jetzt dran glauben. Aber alles gut. Aber der ist jetzt auch direkt wieder tot. Sind schon sehr stark, diese Frauen. Aber ich glaube, das war jetzt auch schon das Level. Ah ne, da kommt noch was. Okay. Hatte eigentlich... Oh, da kommt tatsächlich noch eine. Oh, kommt noch eine ganze Menge. Okay. Wollen wir jetzt noch mal ein bisschen hier hinterher. Die Dinos. Doch nicht ganz so einfach, das Level. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wer mit dem Spiel angefangen hat und wie weit ihr mittlerweile seid. So. Das müsste es gewesen sein. Jawohl. Jetzt gibt es natürlich viel weniger Münzen. Nur 772 statt 7000. Das finde ich ein bisschen schade. So kann man natürlich ganz schlecht Münzen farmen. Ich empfehle immer, das letzte Level zu spielen, so lange wie ihr könnt. Und dann immer kurz vor Ende einfach sterben. Also wenn das jetzt wirklich ein Level ist, wo ihr normalerweise, wenn ihr es schafft, 7000 Münzen kriegen würdet, dann spielt es ruhig immer so halb das Level. Dann kriegt ihr so 3000, 4000 Münzen. Und könnt diese Herzen hier oben verbrauchen. Und das ist eigentlich gar nicht so dumm. Denn ansonsten bekommt ihr nur ganz schwer diese Münzen. So, ich würde mal sagen... Achso, wir machen mal kurz ein Upgrade. Und zwar von einem meiner Schüsse. Ich muss mal gucken. Hier, das reicht nicht. Hier, von dem. 35. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aufrüsten. Und damit sind wir dann schon auf Level 7 von dem Schuss.
Und jetzt kommen wir zu Level 44. Ich fahre dieselbe Einheit. Ich finde dies ganz gut. Den Brocken finde ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so super. Aber ich kann mich nicht so richtig anfreunden mit dem Heilschuss. Deswegen. Der Heilschuss ist, denke ich mal, schon ziemlich gut, gerade für den T-Rex zu heilen, aber ich habe den so oft zu spät geschossen oder einfach nicht gebraucht. Deswegen werde ich jetzt mal ohne versuchen. So. Oh, der ist wirklich einiges stärker geworden. Nicht schlecht. Ah, da kommt schon der erste Idiot da oben. Ich mag die einfach nicht. Ich mag die einfach nicht. Ups. Ah, ich habe ihn aber noch erwischt. So, der müsste jetzt auch hier kaputt gehen. Nee, doch nicht. Na gut, dann kriegt er einen auf den Deckel. So. Also dieser komische Busch, der davor ist, also so wirklich aufhalten tut er auch nicht. Ist er direkt kaputt. So, ihr seht, ich sammle schon wieder fleißig und fahre jetzt hier das volle Geschütz auf. So. Gerade von diesen Spuckern brauche ich immer viel. Also immer viel Feuerkraft hinten. Ist schon nicht verkehrt, würde ich sagen. So, hier gibt es viele Äpfel. Sehr schön. Jetzt können wir auch ruhig hier viele Dinos holen. Und jetzt werde ich ein bisschen sammeln. Die Speerwerfer müssen immer als erstes weggemacht werden, weil die sind echt... Also die kriegen euren Dino leider sehr, sehr schnell kaputt. Die machen so viel Schaden. Das ist... Oh, direkt zwei. Ach du lieber. Ja, wir werden jetzt... wir werden die verlieren. Den Dino, ja. Direkt neun, aber der wird nicht rechtzeitig da sein. Der wird nicht rechtzeitig da sein. Oh, aber die haben echt eine von denen noch geschafft. Oh, die haben beide... Ich glaub's ja nicht. Nicht schlecht. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die das überleben. Wow. Okay. Nicht schlecht. Ja, 810 Punkte, also Münzen, ist ein Witz. Ist echt ein Witz. Wir kommen jetzt zu Level 45. Also wer bis dahin schon gekommen ist, es ist schon echt weit. Also ich hatte an einem Level, hatte ich mir richtig die Zähne ausgebissen. Ich weiß nicht, welches Level das war. Oh, das ist wieder so ein blöd Level. Ach, das ist echt doof hier. Da muss man seine Schüsse einteilen. Und gucken, dass man vor allem, was für doofe Schüsse ich hier bekommen habe. Naja, die wollen, dass man den Heilzauber hier ein bisschen quasi nutzt. Damit übt. Können wir ja auch machen. Oh. Aber ihr seht, es ist gar nicht so einfach. Der Heilzauber braucht viel zu lange. Der große Dino ist jetzt tot. Ja. Also Heilzauber ist mehr so, naja, manchmal, ne? Jetzt haben wir schon wieder hier so einen großen Gegner. Also es gab ein Level, da ich weiß nicht welches es war, da habe ich so lange dran gesessen. Also es war wirklich, ja, Dino tot, viel zu spät, sage ich ja. Das ist dann schon nervig hier. Aber ich glaube, das ist doch ein ganz einfaches Level eigentlich. Ja, ich glaube, das war's schon. Ich würde sagen, machen wir doch noch eins. Ich wollte eigentlich Schluss machen hier nach, aber eins geht dann wohl noch. Dann sind wir jetzt bei Level 46. So. Ja, hier direkt wieder
zweimal. Zack, zack, direkt auf Rang 2, 3. Das ist schon sehr hilfreich. Ja, diese Stein-Juppies, die mag ich nicht. Die sind, zähe Hunde. Und da kommt schon der nächste Flugtyp. Oh, den habe ich aber damit getroffen. Auch nicht schlecht. Ja. Oh, kriege ich den noch? Nein. Schade, den Flugtypen habe ich nicht erwischt damit. Aber wir können jetzt den Stego schon holen. Und hier kommen echt ganz schön viele Stein-Juppies. So. Nee, den behalten wir noch, den Schuss. Oh, da kommt schon die... ich höre sie schon. Da hinten. So, wir werden jetzt hier noch ein bisschen was holen. Tja, der große Dino ist gleich schon wieder tot. Ja, okay, jetzt in dem Falle wäre natürlich der Heilschuss ideal gewesen, ne? Das muss ich zugeben. Hier direkt den. Der macht auch sehr viel Schaden an Dino. Also ihr müsst wirklich immer die Leute, die zwar so schnell kaputt gehen, aber trotzdem von hinten so viel Schaden machen. Oh, oh, oh. Und da kommt schon die nächste Omi. Ich sag jetzt mal Omi. So. Ja, 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 komm. Oh, da ist die Hexe, die muss auch direkt... Hexe, Feuer und diese ganzen Leute, die von hinten agieren, die müsst ihr immer direkt machen. Fertig. Sehr schön. Ja, 800 Münzen. Ist natürlich nichts. Ich muss sagen, das Spiel so an sich ist eigentlich ziemlich schlecht balanciert. Ah genau, hier bei 47 habe ich dann, komm, dann machen wir das, habe ich diesen Boost bekommen. Ist sehr schlecht balanciert, also die Wartezeiten, bis man die Welten freikriegt, die diese Diamanten oder was das ist, die man da kaufen kann, sind meiner Meinung nach viel zu hoch. Also stehen in gar keinem Verhältnis manchmal zum dem, was das Spiel bietet. Also das Spiel hat 100 Level, das hat man in kürzester Zeit wahrscheinlich durchgespielt und ja, wenn man es dann durchgespielt hat, hat es auch keinen Mehrspielwert mehr. Und da dann Geld zu investieren in Upgrades und so, wo auch ein stolzer Preis verlangt wird, ist, denke ich, nicht ganz gerechtfertigt. Also aber ich werde irgendwann mal so ein Spiele, so ein App Fazit machen, wo ich über Apps rede und welche App eigentlich gut ist und welche man gut spielen kann und welche nicht. Und also Lieblingsspiele und so, ne? Werde ich mal machen. So. Ich sag immer, in vielen Videos werde ich machen. Dann kommen die Videos irgendwie nie. Ist mir schon öfter aufgefallen. Nee, manchmal einfach auch zu viel vor, glaube ich. Oh, und das war er. Oh, und ich habe auch kaum noch... Oh, das könnte knapp werden. Ja, also ich muss einen T-Rex jetzt holen. Alles andere kommt dagegen eigentlich gar nicht an. Ach. Eieieiei. Der ist jetzt auch hin. Ist ja logisch. Oh, 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 oh. Oh, da kommen zwei Hexen. Die müssen natürlich jetzt ganz schnell weg, bevor sie die Frau heilen können. So. So, und jetzt kommt die letzte Horde. Und bin aber auch gleich schon, ja, kaputt. Da ist wieder eine Hexe, gar nicht gut. So. Ja, T-Rex ist jetzt natürlich wieder hin. Das war klar. Oh, 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 oh. Ja, den da noch weg. So. Ich muss jetzt mal ein bisschen Elixier sammeln.
Also ich hole jetzt erstmal nichts. Ich lasse die Dinos quasi in den Tod rennen. Ah! Level zu Ende, okay. Kam doch nicht mehr so viel. Komisch, dafür, dass es die letzte Horde war, war es dann doch ganz okay. 1000 Münzen finde ich auch okay für dieses Level. Also das ist nämlich gar nicht so schwer gewesen. Ja. Jetzt links und rechts habt ihr noch ein Video. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann bei Level 48 demnächst wieder. Ciao, ciao.